Hallo liebe Nutzer, Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Tobias, schön, dass ihr mit eingeschaltet habt, um eine weitere Folge von meiner Tipps und Tricks Reihe zu sehen. Heute befinden wir uns wieder einmal in dem Spiel Aliens Colonial Marines und ich zeige euch ein weiteres Easter Egg aus dem Spiel. Zur Mission, ich befinde mich gerade in der zweiten Kampagnenmission, auch Battle for Sulaco genannt im Englischen. Und irgendwann kommen wir praktisch hier so, sagen wir mal, im mittleren Fortschritt der Mission zu diesen Alien-Brutnestchen. Und wir gehen einfach mal weiter. Man kann das gar nicht verfehlen, also das ist eigentlich mit der Hauptweg. Wir treffen dann hier praktisch unsere, wow, unsere Alien-Freunde, unsere Facehacker. Aber wir gehen einfach mal weiter. Das Spiel zwingt uns jetzt zwar gerade in diesen Raum reinzugehen, aber wenn wir mal ein bisschen nach rechts gucken, sehen wir dann diesen, ja, dieses Notepad hier. Jetzt aktivieren wir einmal und gehen wieder den ganzen Weg zurück, den wir hergekommen sind. Und hinten sehen wir jetzt, es hat sich die Tür geöffnet, die war nämlich vorher verschlossen. Und sehen vier Ostereier. Ist das nicht niedlich? Passend für die Osterzeit, die demnächst kommen wird, ist doch sehr, sehr schick. Auch ein paar Bleistifte hier, ein paar Farben, ein Dreirädchen und ein Facehugger, der da rumliegt. Ja, wie ich finde, doch sehr schick gemacht. Hier gibt es noch ein Alien und noch ein paar Bilderchen zum Angucken. Ein Hamburger. Also allein zum Entdecken in diesem Raum hier. Könnt ihr euch ja mal selber angucken. Wie gesagt, Mission 2, Battle for Sulaco, mittendrin. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Den Raum hier ist der Hauptkampagnenweg. Ja, das war's an dieser Stelle für dieses Easter Egg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in den nächsten Easter Egg Tipps und Tricks Videos. Macht's gut, Leute.